Hallo nochmal, ich bin Theresa vom Owigo Theater und ich mache die Kinder- und Jugendsparte beim Owigo Theater, gebe Kurse und bin im Moment auch die Regisseurin von Emil und die Detektive. Und ich habe euch noch drei Gedichte von meinem Lieblingskobold mitgebracht, vom Pumuckl. Und ja, die lese ich euch jetzt mal vor. Und ich finde, die passen sehr, sehr gut in die momentane Zeit. Einmal ein sich langweilige Gedicht. Langeweile lang wie Meile, meilenlang man weilen kann. Was ist dran? Ein Kobold spricht's. Nichts. Ich habe noch ein zweites Gedicht. Spazieren geh sich freu Gedicht. Weil spazieren gehen dürfen wir ja alle. Also raus mit euch. Und 1,5 Meter Abstand halten, mindestens. Dann dürfen wir auch spazieren gehen. Spazieren geh sich freu Gedicht. Los geht's, im Wind weht's, im Wald steht's, in der Sonne brät's, spazieren geht's, hurret's. Und ein drittes und letztes Gedicht. Oh nein, jetzt ist mein Einmerker rausgegangen. Genau. Das zitternde Knie und die lachende Zeh. Bei Huhu und Hihi zittern die Knie, doch mit Hoho und Hoho wackelt der Po. Bei Haha und Hehe aber lacht der Zeh. Also lachen, Leute. Pumuckl meint, dass das in den besten Familien vorkommt. Das mit dem Po oder das mit dem Zeh? Man weiß es nicht.